Hallo zusammen, ich habe euch ja vor kurzem die Brisk Frisiercreme vorgestellt, ist auf große Resonanz gestoßen und als ich durchs Rossmann ging, letzte Woche, habe ich noch ein altes deutsches Produkt gefunden, das ich euch vorstellen will, auch ein Haarpflegeprodukt. Die Flasche sieht noch fast genauso aus wie früher, mit dem kleinen Unterschied. Früher war sie aus Glas, ein schweres braunes Glas, heute ist sie aus Kunststoff, es geht um das Seborin. Haarwasser. Das gibt es mittlerweile seit über 70 Jahren. Erstmals auf den Markt gekommen 1934 von der Firma Schwarzkopf. Seborin kommt von einer Krankheit der Talgdrüsen am Kopf. Seborrhoe. Seborin. Es hat einen eigenen Geruch. Man wird ihn gleich wieder erkennen, wenn man es mal hergenommen hat. Riecht so typisch nach Friseursalon der 60er Jahre. Erinnert mich wieder an den Salon Emil Ott, wo mein Vater immer hingegangen ist. Ich werde es gleich mal auftragen. Ich habe nämlich gerade feuchte Haare. Bin Rennrad gefahren, ist gerade Tour de France. Das motiviert natürlich auch mal wieder eine schöne Runde zu fahren. Man kann das schön in die Kopfhaut einmassieren. Tut unglaublich gut. Belebt. Jetzt sozusagen ein Selbstversuch, ins Auge sollte man es nicht reinbringen. Am besten nach dem Haare waschen, ins noch feuchte Haar einmassieren. Geruch ist typisch, gibt wieder ein Flashback. Übrigens, dieses Seborin durfte früher nur an Friseure verkauft werden und wurde nur von Friseuren angewendet. Gab es also nicht überall zu kaufen. Später wurde das nachher aufgeweicht und man konnte es in Apotheken bekommen. Heute ist es frei verkäuflich. Ein Klassiker. Und vor allem der Preis ist unschlagbar. Ein bisschen mehr wie 2 Euro kostet diese Riesenflasche. Die reicht ewig. Also fürs Männerhaar. Solltet ihr mal wieder testen, Seborin. Wie gesagt, leider nicht mehr in der schweren alten Glasflasche. Man ist ja auch auf Kunststoff umgestiegen. Passend zum Thema habe ich mal Altpapier weggebracht. Und was habe ich da gefunden? Der Sohn von meinem Friseur hat ausgemistet und hat die ganzen alten Rechnungen von seinem Vater weggeschmissen. Hier hat der gute Friseur für 400, das bin auch schon, 712 Euro in der Glockengasse in Köln bei 4711 Produkte bestellt. Eine Riesenliste, alles was es da so gibt. Tosca Karaffe, Kölnisch Wasser, Tosca Goldcreme, Sir Rasiercreme, 700 Euro. Hier eine Rechnung von Dralle, die ist von 1963, also höchst interessant, die Produkte, die er da bestellt hat. Ich habe da eine riesen Freude gehabt, als ich das durchgelesen habe, habe sie mitgenommen. So als kleine Erinnerungen an die Besuche mit meinem Vater in dem Friseursalon. Das war's, kleine Produktvorstellung zum Thema Haarpflege, Seborin. Bis zum nächsten Mal.